Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Thüringen. Ich habe gerade festgestellt, ich nehme nicht auf. Tja, nun nehme ich auf. Ja, ich habe jetzt mir entschieden, ein paar Kühe zu kaufen. Ich war kurz vom Händler und habe die geholt. Und unser Fahrer für Feld Nummer 12 bringt nach wie vor Gärreste aus. Ja, das war die Geschehnisse im letzten Augenblick, ne? Ja, jetzt. Ne, das gibt's doch gar nicht. Guck, noch eine Aufnahme. Läuft doch gar nicht. Ja, so ist das, ne? Eigentlich habe ich jetzt Rinder gekauft. Ich muss gleich wieder für Futter besorgen, ne? Wo ist der Futteranhänger? Ach, der ist im Stall. Gut. What? Ich kann sagen, verfügbar. Das kann doch nicht sein. Bestätigen. So, leer. Leer, leer. Blocking Geres. Sind wir los? Oder macht er gerade voll? Oh, nee, könnte so gar nicht. Wo steht er? Baum. Baum, 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 Baum muss weg. Und zwar schnell. Baum, Baum muss weg. Wenn da jemand so ein Spruch kommt, Blocking, dann muss der Baum weg. Wegen Baum machen wir keinen Scheiß. Aber ist komisch. Hat vorhin noch geklappt. In der Runde sind wir mal gefahren. In der zweiten Runde oder dritte Runde geht's nicht. Ne? Ist komisch. Beeilen, die Kühe mit dem Futter haben. Ich habe neue Tiere gekriegt, das sind die natürlich reicht Futter nicht für zwei Tage. Es kann doch nicht sein, dass hier der Baum stört. So, senken, anschalten. Normalerweise würde ich sagen, viel abstehen, aber. Ja, weil er hier vorne hin will. Deswegen. So, vielleicht hat der andere Glück und kann stehen bleiben. Ja, so ist man schnell beschäftigt, ne? Da sieht man auch die Reste. Okay, jetzt geht's zu den Kuhstall. Füttern. Und zwar gleich Wasser. Denn da hier nur 8 Kälber hinzugekommen sind, ist der Bedarf gleich entsprechend größer. Und natürlich fressen Kälber keinen Mischfutter. Die ersten Wochen werden sie nur fast nur Milch trinken. Also fast nur
ab und zu mal werden sie auch kauen, ne? Aber anfangs garantiert nicht. Da werden die nicht saufen, ne? Ohne Ende. Aber normalerweise ist das nicht von der Kuh, sondern ja, von der Kuh ist das schon, aber wie gesagt, in den meisten Fällen kriegen die Kälber ab diesem Alter ersatzfähig. Und da wird es auch reichen müssen, ne? Aber halt, die werden von den Kühe getrennt normalerweise und kriegen dann separat eine Buchte, wo sie im Grunde alles zusammen sind und dann werden sie dann versorgt. Entweder Milch von der Kuh oder ist ja eigentlich wichtig, die erste Milch ist natürlich gerade besonders wichtig, wegen der Abwehrstoffe und so, ne? Aber später kriegen sie eher noch nur noch Dings hier, Ersatzstoffe, Ersatzmilch, Industriemilch kann man sagen, ne? Und, haben sie mal gezeigt im Fernsehen, dass viel künstlich und Dinge, aber halt alles andere als Milch, ne? Also Milchpulver und dann als Fettersatzprinzip ja, Palmöl und all so ein Zeug, ne? Aber gerade die Milchfett ist ja so wertvoll, also das bringt ja gerade das Geld ein, ne? Also die Milch an sich, Eiweiß oder also Vollmilch, kostet ja im Grunde nicht so viel, ne? Aber wenn sie die als Sahne verkaufen oder als Butter, dann ist das ja eine ganz andere Preise. Aber das reicht für den Bauer noch lange nicht, ne? Also der Bauer ist ja die letzte Kette, da kriegt er am wenigsten davon, ne? Wieder so viel. So, Stroh fehlt noch ein bisschen. So, Milch haben wir jetzt 3000. Mist, viel Stroh. Oh, hier ist das Gold. Hier ist das Gold. Holen wir noch gleich nochmal Kühe, ne? Fahren wir die Kälber gleich da hoch, in den anderen Stall? Lassen wir nur einen Tag hier, ne? Bis die 50 Kilo haben, ne? Na, ein Tag ist ja hier, ja, ein Drittel im Frühling, ne? Rechnen sie jeder aus, ne? Also Frühling, 3 Monate ungefähr, ja, 3 Monate kann man sagen, ne? Pauschal, ja, kann man sagen, ne? März, April, Mai ungefähr, ab Juni ist dann der Sommer. Ja, dann können sie noch 28 Tage verkehrt gefahren, ne? Verkehrt nicht, aber wenn wir halt drehen. Dann können sie halt ein paar Tage bei der Kuh bleiben, ne? Bei der Mutter, beziehungsweise in der Nähe. Hier haben wir keinen extra Bereich. So weit sind wir hier nicht. So schnell nochmal. Die Aufnahme läuft, ne? Ja, ist keiner an alle erinnern hier. Ja, Aufnahme läuft, ja. Spruch, seid ihr da? Ja, ich bin da. Aber Aufnahme läuft nicht, das ist blöd dann, ne? Ja, das ist toll. Ja. Ich meine, die Thüringenkarte ist nicht ganz so dramatisch. In Anführungszeichen, das ist, weil ich hinterher noch gute 5 Tage Zeit habe, um mir alles zu bearbeiten, hochzuladen, ne? Das ist ja nicht so stressig. Das andere ist auch nicht stressig, aber da ist halt die Zeit ein bisschen weniger dran, ne?
Das ist dann besonders bei Spätschichten, das hat man ein bisschen, ich würde sagen knapp, aber dann muss man auch durchziehen. Ne? Weil ich könnte logischerweise auch sagen, okay, machst du mal Freitag deine 4-5 Folgen oder 6 und dann machst du nach und nach wieder ein paar Folgen. Ne? Aber so bin ich im Einritt mit bei und drinne und wieso ist der so teuer? Das ist ja 0,6 Jahre, 2,5. Was kriege ich dafür, wenn ich kaufe? Das sind nur 82 Kilo, meine haben sie über 700. Das sind, ich habe von denen nämlich... Teuer. Pferde ist klar. Pferde ist ja Haflinge. Die sind so teuer. Wieso? Ich nehme die Holsteinkühe. Das werde ich morgen sehen, was ich kriege für meine, also ingame morgen, ne? Also nicht wundern, also morgen, ja auf 1, das dauert ein bisschen, aber weil ich die Bestellung fertig machen möchte, muss ja noch gegrubbert werden, ne? Ja. Gut, mehr Rinder kaufe ich immer nicht. Muss das mal reichen, normalerweise. Muss nur schauen, ob ich Dings kaufen muss. Dünger oder so, oder Saatgut. Ansonsten würde ich auch noch kaufen. Ich glaube, Saatgut wäre ganz sinnvoll, ne? Die Zeit stimmt nicht. Ich habe ja hier die Aufnahme dann gedrückt, sah so aus, aber anscheinend hat es nicht reagiert. So eine kurze Folge kommt nicht in Frage. So. Jetzt können wir gleich nochmal Stroh holen. So. Jetzt kostet die 1600, ne? Rentiert sich nur, wenn er selber züchtet. Ist doch leer, ne? Gut. Ach, Mu. Gucken wir gleich rein. Wie alt ist? Auch alt. Gut. Dann brauchen wir viel Futter. Das ist der andere Stall. Der muss geputzt werden. Futter reicht auch mal. Stroh holen wir jetzt auch mal. So, dann haben wir drinne 162 Tiere. Okay. Gut, die müssen die anderen abziehen, ne? Die Kälber. Die Kälber kommen natürlich wieder vor den anderen Tieren. Gut, dann holen wir Stroh und dann Mischration auch drinne
Es war 0-0. Jetzt habe ich schon Mist. Ja, Mist ist gut, dass Mist da ist, ne? Ist halt Mist, ne? Stroh. Wer hier den geht nicht rein, weil er immer drin ist. Excel, gut, haben wir auch drin. Ne? Gut, hat er genommen, trotzdem. Schöner großer Hänger, da geht was rein. Und schön flach für den Stall. Super. Und einen wendigen Traktor, das ist so, was ich mag. Ich will den auch nicht auskippen, ne? Sondern zu dem Mu bringen. So, dann mal das Förderband hinbewegen und dann mal den Mist verkaufen, ne? Zum Morgen. So. Und morgen verkaufen die erste Milch. Hingehen. Die können wir noch stehen lassen. Eben noch an, ne? 28.000, 24. Ja, da können wir stehen lassen. Weil. Ja, alles versorgt. Gut. Hm, endlich Mist. So. Ja, guck mal, was unser andere macht hier mit Gülle, mit Gärreste, ne? Da kommen wir gleich in unser Menü rein. Menü, Menü, Menü. Düngermäßig. Gedüngt. Das sieht schon mal gut aus. Ach gut, den Rest können wir vernachlässigen, das ist kein Problem. Dann können wir schon mal unsere Gruppe aktivieren, beziehungsweise mal schon mal frisch machen. So. Feldmodus. Kursgenerierung. Feld Nummer 12. Vorgewende 2. Es könnte sein, dass nicht klappt. Weil der Gruppe recht breit ist. Mit 18 Meter ist er ganz schön breit. Oh, es geht. Das ist ein Original-Mod, Quatsch, Original-Teil von Giants, also ist auch ein Original-Game, ne? Also ich persönlich lege eigentlich doch ein bisschen Wert darauf, nicht zu betreiben. Hier werden wir ein bisschen nacharbeiten müssen. Der Rand ist nicht so optimal. Warum nicht? Das ist hier ein bisschen zu schmal, Junge. Neu berechnen. Scheint schmaler zu sein. Da muss man ganz kurz gucken im Menü. Das stimmt. Oder ob er hier
Aha, deswegen. Warum ist jetzt auf Ersatz eingestellt? Ich weiß es nicht. Gut, hier ist es schwierig, weil er nicht weiß, was los ist. Das ist mein Fehler gewesen. Also ich hätte hier eigentlich runde Feld erstellen müssen. Beim nächsten Mal halt, ne? Aber so geht's. Eben dachte ich schon, ich will mit dem Haufen fahren. So, da haben wir noch den roten für die Aussaat, ne? Was meint ihr? Bisschen fehlt noch. Bis dahin ist er fertig. So, den roten. Der hat die nötige Leistung. Hängen wir den mal auf und dann geht los. Ein weiter. So, die Sämaschine holen und dann schon mal vorbereiten, also auffüllen mit Saatgut und einstellen der richtigen Saat. Ne? Also ganz wichtig, das immer gleich zum Anfang. Der Saatgut geht nur rein und kein Dünger. Also sollte eigentlich nur Saatgut reingehen. Ja, da bist du zu fett, so kommt nicht durch, ne? Da müssen wir halt rückwärts anfahren, ne? Nach vorne, ne? Ja, können wir machen. Mal kurz überlegen. Sonnenblumen bei 6 Grad, ne? Ja, das müsste gehen. Ja, bis er geflüchtet hat oder gekruppert hat, dann ist es auch garantiert angelegt. Das dauert ja noch ein bisschen, bis er mir sehen. So. Saatgut, so in Deckel auf, Saatgut, ist hier vorne noch Dünger, hintere ist glaube ich, Saatgut. Wir haben uns drin 103, das ist gut. Saatgut. So sieht optisch besser aus, ne? Das geht rein. Fast 6000. Das wird reichen müssen, ne? Sonnenblumen. Wir werden den mal hier vorne hinstellen, aber nicht im Acker, sondern ein bisschen mehr abseits, Anführungszeichen. Dass der bloß nicht im Weg steht. Da man gleich mal ein Güllefahrzeug reinspringen und den mal gleich noch mal da drinnen, ne? Die Ecke fehlt noch hier. Mein einziges Leute ist hierbei, er muss viel wenden, ne? Also von der Feldform ist etwas nicht so produktiv, ne? Aber gut, was soll's, ne? Ist halt so, ne? Gruppen dauert auch noch eine Zeit lang. Wir müssen ja gleich auf Richtung Feld 60 und da entsprechend einfahren, ne? Der Führungskurs so wie hier. So Gärreste erholt und entsprechend das hier verteilt. Im nächsten Feld verteilt, ne? Und da ist unser Gruppenmeister dabei und Gruppertschön, ne?
Gedüngt ist ja fast alles. Da die Ecke fehlt noch, da ein kleines Stückchen da und das in der Wissung schon mal erste Runde. Da hinten ist er zu sehen. Unser Fuzzi. Und da muss ich ein bisschen noch mit umgleichen. Da ist nicht zufrieden. Da muss ich auch ein Feld ein bisschen ergänzen, kann man sagen, ja. Klar, mit einem Düngerfahrzeug wäre schon fertig gewesen, ne? Weil der ja viel wendiger ist als mit einem großen Geschoss. Ne? Aber die Gäre sind halt da. Ne? Und die können wir nur auf dem Feld verwerten. Gibt da keinen Verkaufspunkt, der das nehmen würde. Ne? Ich würde auch keine Gäre haben wollen. Ne? Was ist damit? Ne? Muss da höchstens geklärt werden. Ne? Zu Wasser gereinigt. Wo der höchsten Kosten verursachen, kein Geld zu kriegen. Gut, die Ecke ist fertig. Dann werden wir hier ganz kurz freistellen. Kurs löschen. Jetzt werden wir da hinten nacharbeiten. Die Ecke wäre auch noch zu machen, aber das ist nicht so wichtig. Oder wir dann einfach ignorieren. Aber irgendwann an die Hintenfläche machen wir noch schon noch fertig. War da die Seele? Das ist ja so klein. So. Überlänge. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen, das ist einfach ein Winkel und entschuldigt mal, dass ich so lange gemacht habe. Tschüss!